Die Parabel P hat die Funktionsgleichung y ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. Die Punkte AN mit Koordinaten xy liegen auf der Parabel P. Gib die Koordinaten der Punkte A1 und A2 an, wenn die Ordinate y gleich 3 sein soll. So, schauen wir uns nochmal durch, was ist eigentlich gefragt. Wir haben zwei Punkte A1 und A2 und für die gilt y ist gleich 3. Nun, was wissen wir über A1 und A2? Nun, das steht hier, die Punkte AN, also darunter fallen natürlich A1 und A2, liegen auf der Parabel P. Und wir wissen, die Parabel P hat die Funktionsgleichung y ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. Also werden wir irgendwie diese Funktionsgleichung benötigen. So, was wissen wir noch über A1 und A2, was ich hier schon angestrichen habe, nämlich y soll gleich 3 sein. Und dieses y ist gleich 3, setzen wir jetzt hier für dieses y in die Funktionsgleichung ein. Also für A1 und A2 gilt, 3 ist gleich 0,5x² plus 4x minus 2. Dadurch erhalten wir eine quadratische Gleichung, die wir über mehrere Möglichkeiten lösen können. In diesem Fall wollen wir es jetzt mit Hilfe des Taschenrechners lösen, und zwar über die Funktion Calc und dann Intersection. Intersection heißt so viel wie Schnittpunkt. Und nichts anderes macht der Taschenrechner eigentlich nicht. Wir können diese Gleichung hier aufteilen, dann haben wir hier links einen Term und einen Rechtsterm. Und wir können das dann interpretieren als Gleichsetzen zweier Funktionen. Zum Beispiel will die erste Funktion dann heißen y ist gleich 3, also wieder linke Term. Und die zweite Funktion würde heißen, ja, das entspricht eigentlich unserer Funktionsgleichung für die Parabel, nämlich 0,5x² plus 4x minus 2. Also, nehmen wir mal den Taschenrechner. Und wie jetzt hier schon angedeutet, ich brauche die Angabe von Funktionen, das heißt, die Taste y ist gleich. Jetzt habe ich es hier schon aufgefächert mit y1 ist gleich 3 und y2 ist die Gleichung der Parabel, also dieser Teil hier oben, das ist 0,5. Upsa. Y2 ist 0,5 x² plus 4x minus 2. So, was jetzt bei Calc Intersection wichtig ist, dass wir erst einmal auf Graph gehen und nachschauen, ist überhaupt was sichtbar? Ist der Graph der rechten Funktion und der linken Funktion überhaupt sichtbar? Hier sehen wir jetzt momentan nicht viel, hier hat hier irgendwas eingezeichnet, aber es ist momentan nichts zu sehen. Das heißt, wir gehen auf Zoom und gehen mal auf Default, um die Standardeinstellungen einzustellen. Aha, jetzt können wir schon sehen, hier ist der Graph der Parabel, hier ist der andere Graph der Geraden, also das y1 ist gleich 3, und beide Schnittpunkte sind zu sehen. Sollte einer der beiden Schnittpunkte nicht zu sehen sein, gehen wir auf Zoom und dann auf Zoom Out und machen es so lang, bis eben beide Schnittpunkte sichtbar sind. So, also wenn beide Schnittpunkte sichtbar sind, brauchen wir die Kalkfunktion, das heißt gelbe Taste zuerst drücken. Und dann haben wir hier auf 2 Intersection. So, jetzt berechnet der Taschenrechner den ersten Schnittpunkt, zeigt ihn hier auch durch das Blinken an. Und der erste Schnittpunkt wäre minus 0,10 in dem Fall für y gleich 3. Wir sehen, es gibt noch einen zweiten Schnittpunkt, den erhalten wir dadurch, indem wir einfach das Ganze nochmal machen und nochmal auf Calc Intersection gehen
mit Enter bestätigen und dann gibt er uns den zweiten Schnittpunkt an für 1,10 und y ist gleich 3. So, das müssen wir nun noch aufschreiben. Gehe schnell zum ersten Schnittpunkt zurück. Und natürlich müssen wir auch aufschreiben, was für Taschenrechneranweisungen wir benutzt haben. Das mit dem Graphen brauchen wir nicht extra aufschreiben. Das wird einfach vorausgesetzt. Aber wir haben die Funktion Calculate und darin eben Intersection benutzt. Dadurch erhalten wir ein x1 mit minus 9,10 gerundet. Dann, um den zweiten Schnittpunkt zu erhalten, müssen wir das gleiche nochmal machen. Und erhalten dadurch ein x2 mit 1,10 gerundet. So, jetzt müssen wir nur noch die beiden Koordinaten in die Punkte einsetzen. Wir wissen ja weiterhin, für a1 und a2 gilt, y ist gleich 3. Das heißt, die y-Koordinate der Punkte a1 und a2 ist 3. Und die x-Koordinate haben wir gerade ausgerechnet. Einmal eben minus 9,10 und 3. Und für a2 gilt dann 1,10 und 3. Und damit sind wir fertig.